Ganz genau. Und da nutze ich die ganzen Lerngruppen, Lernflat-Seminare, um mich so ein bisschen mit einem breiteren Spektrum auszustatten. Das hat schon eine ganze Menge gebracht. Oh, wie schön. Das erst hier bei Nvidia angefangen zu lernen und war erst skeptisch und bin wirklich inzwischen absolut begeistert von den Möglichkeiten, die dieses Zuhause-Lernen in Anführungszeichen bietet. Man ist nicht allein, man hat Input, keine Fahrtwege, kriegt wirklich qualitativ hochwertige Sachen nach Hause geliefert. Super. Ja, der Fahrtweg, das ist bei mir auch so ein Thema und den spare ich mir. Das ist also, und was dazu kommt, Gemeinschaft ist eine ziemliche große. Und das Miteinander zeigt dir selber, wenn du nicht alleine lernst, du bist, ja, du hast andere, die genau dasselbe denken, fühlen, mitmachen. Und insofern ist das schon ganz wichtig. Absolut. Für mich auch. Ich habe hier nochmal Definition Störfeld aufgeführt. Mit dem Begriff Störfeld werden Bereiche im Körper bezeichnet, die langsam aufbauen oder auch plötzlich direkt an der Stelle ihrer Entstehung oder weit davon entfernt Störungen hervorrufen. Das klingt natürlich immer sehr theoretisch, kann aber tatsächlich auch in der Praxis genauso sein, dass es irgendwo wehtut und wir gar keine Verbindung haben, wo kann da eine Störung sein, ne? Magenschmerzen, und wir wundern uns, weil da gar keine Diagnostik möglich ist, ne? Der Magen ist ganz prima in Ordnung, trotzdem sind Beschwerden dort, weil es eine Knie-OP gegeben hat. Das ist ein Störfeld. Durch diese Störung kann der gesamte Organismus des Körpers wie lahmgelegt sein und seine Selbstheilungskraft kann verschiedene Grade der Einschränkung aufweisen. Mögliche Ursachen nach bakteriellen Entzündungen im Gewebe, durch Ablagerungen in Gewebe oder in den feinen vegetativen Nervenfasern, durch Nervengifte, Schwermetallbelastung, Umweltchemikalien, durch Narben, nach Trauma, Operation, Insektenstich und so weiter. Nach Verletzungen von Reflexzonen an zum Beispiel Zähnen, Rücken, Knien, ne? Reflexzonen beziehungsweise auch Meridianen, ja gerade jetzt die Verbindung Knie-Magen. Durch psychische Einwirkung, Schock, Trauma zum Beispiel, allein, also durch psychische Einwirkung allein, Schock oder Trauma können Störfelder entstehen oder auch durch die mit dem Erlebnis im Zusammenhang stehenden körperlichen Verletzungen. Heike, bitte. Wie kannst du denn herausfinden, welche Geschichte, welche Narbe, welche Krankheit beeinflusst? Wenn du jetzt eine Blinddarm-OP hast oder einen Kaiserschnitt, wie findest du raus, dass gerade die Narbe für das einzelne Geschehen verantwortlich ist? Einfach schon alleine dadurch, dass du guckst, ob diese Narbe an sich belastet ist. Und da gibt es ja verschiedene Methoden der Diagnostik. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Kaiserschnittnarbe hast und wo auch immer jetzt im Körper andere Symptome auftreten und du die Patientin behandelst und nicht zum richtigen Ergebnis kommst. Du machst hier was, du machst da was, es wird besser, aber sie hat immer noch, egal welche Art von Symptomatik, ja, dann wirklich gucken, wo gibt es Störfelder. Besser wäre natürlich schon im Vorwege zu gucken, über Organscan, ne, von oben nach unten, alles abzufragen, wie auch in einer ausführlichen Anamnese. Gab es psychische Belastungen, die groß waren? Gab es Unfälle? Gibt es irgendwo Narben? Wenn sie jetzt nicht mit einem gynäkologischen Problem zu dir kommt, sondern weil sie irgendetwas anderes hat, ja? Unter depressiver Verstimmung zum Beispiel leidet. Und auch zwei kleine Kinder hat und so weiter, dann denken wir natürlich auch eher oberflächlich. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern na, das ist ja der erste Gedanke. Eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, depressive Verstimmung kann da schon auf der Hand liegen, wenn der Vater vielleicht auch ständig abwesend ist, sie alles alleine wuppen muss, das ist anstrengend. Das heißt aber nicht, dass das auch wirklich damit verbunden ist, sondern das kann zum Beispiel eine psychische Ursache darin begründet haben, dass sie vielleicht beide Kinder per Kaiserschnitt bekommen hat. Und wenn du jetzt in das Narbengewebe gehst,
kinesiologischer Testung, mit Bioresonanztestung, mit ERV-Testung und einfach guckst, ob da die elektrische Ladung der Haut verändert ist, ob da ein Spannungsfeld besteht. Im kinesiologischen Testen kannst du einfach feststellen, ob da ein Konflikt zum Beispiel zugrunde liegt oder nicht, indem dann der Arm schwach oder der Muskel schwach testet. Wenn du die, jetzt in diesem Fall, Kaiserschnittnarbe stresst, so nennen wir das, das heißt, du ziehst sie ein bisschen auseinander, da reicht auch nicht eine Stelle, sondern die ist ja ein paar Zentimeter lang, sondern wirklich an der Narbe entlang gehen und immer mal wieder eine kleine Stelle probieren. Und wenn dann der Muskel schwach wird, dann ist da ein Problem mit. Und das kannst du dann lösen. Das heißt, einmal wirklich mit der Narbenentstörung an sich, egal mit welcher Methode, also ob du das jetzt mit Bioresonanz machst oder wir hatten das beim letzten Mal mit der APM-Salbe, dass der Patient das auch mit nach Hause nimmt. Das finde ich gerade bei solcher Thematik wie Kaiserschnittnarbe und so weiter immer wichtig, gebe ich aber auch sonst gerne mit bei Narben als Störfeldern. Weil die Auseinandersetzung und das ist mit der Narbe an sich und dem damit verbundenen Thema. Und wenn da dann eben ein Öl, eine Creme oder so einmassiert wird sanft, ist das ja auch wirklich wie selber Hand auflegen, sich auseinandersetzen mit dem Thema. Das Gewebe wird nicht nur weich gemacht, sondern auch psychisch wird ja was ganz neu wieder entwickelt, dass wir nicht mehr das Thema umgehen, sondern der Patient auch gezwungen ist, ganz allein und selbst damit auseinander sich zu setzen. Und also das ist einmal die Entstörung, das Testen, das diagnostische Testen, wo kann das Störfeld sein, dann das Behandeln, dann schauen, was an der anderen Stelle, wo die Symptomatik war, passiert. Okay, kommen wir zum heutigen Thema. Störfelder im Bereich Bewegungsapparat. Halswirbelsäule Instabilität. Mögliche Auslöser durch Trauma bei Sport und Spiel, Überstreckung, Sturz in der Kindheit, durch Halswirbelsäulenüberstreckung bei einer Sektion. Die obere Halswirbelsäule ist das beweglichste und das empfindlichste Gelenk. Verletzungen in diesem Bereich führen zu Fehlinformationen an das Rückenmark, den Hirnstamm und das Kleinhirn. Hättet ihr das gedacht? Ich finde das auch so faszinierend, was da für Hintergründe sind. Bevor ich mich anfing mit dem Thema Störfeld, ich hatte das ja schon erzählt, nochmal wieder neu zu beschäftigen. Ich bin ja in der kinesiologischen Ausbildung, nach Klinghardt ist ja Störfeld das Thema überhaupt. Allen voran Amalgam und Sanierung aller Zähne. Aber eben auch Narben, Halswirbelsäule, Kiss-Syndrom und all diese Sachen. Und ich habe dann nachher echt eine kleine Abneigung schon gegen Störfelder entwickelt gehabt und gedacht, mein Gott, der ganze Mensch ist ja nur noch ein eigenes Störfeld. Und ich bin inzwischen, ne, seit geraumer Zeit, ganz reumütig innerlich zurückgekehrt und habe gedacht, gut gewesen, diese Ausbildung, prima, hilft wirklich weiter. Ja, also so ist das. Manchmal muss man Sachen einfach irgendwie mal lassen und dann kommt man da wirklich wieder hin. Ich habe schon ein paar Mal Abbitte geleistet innerlich. Ja, also die Halswirbelsäule ist, ist ja wirklich die beweglichste, das beweglichste Gelenk, was wir haben. Also das Genickgelenk ist das beweglichste Gelenk, was wir haben. Und hat einfach insgesamt eine ganz sensible Zone. Wenn man sich diesen dicken, schweren Kopf vorstellt, den wir alle haben, egal wie schön er auch sein mag, ja, und wir uns jetzt vorstellen, wie ein Baby, ne, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ihr Mütter seid, aber vielleicht ein Säugling habt ihr auch schon mal im Arm gehalten, ne, dass jede frische Mutter immer sagt, halt den Kopf, ja, weil immer die kleine Panik ist, dass dieses dicke, süße Köpfchen blups nach hinten so wegknickt, weil das Baby die ersten Monate das Köpfchen gar nicht tragen kann. Denn diese zarte Wirbelsäule, auch wenn die dann schnell Speck ansetzen und sie irgendwie eher so kleine, süße, halslose Ungeheuer sind, die kleinen, dickbauchigen Babys, ist ja trotzdem unter diesem kleinen Speck, ist ja irgendwo eine kleine Halswirbelsäule. Und die ist ganz zart. Wenn ihr überlegt, wie zart Finger sind bei Neugeborenen
Und wie dann die kleinen Wirbelchen hier im HWS-Bereich sind und wie das der oberste Halswirbel, ne, das Atlas und dann Schädelknochen und so weiter, wie das da miteinander verzahnt ist. Und wenn das Köpfchen jetzt ja nicht selbst getragen werden kann, nicht gehalten werden kann und durch die Muskulatur nicht gehalten werden kann, weil das Baby das nicht trainiert hat, nicht konnte im Mutterleib, wenn jetzt da einfach so eine abrupte Rückwärtsbewegung ist, dann kann man sich schon vorstellen, welche zarten Fasern da einfach überdehnt werden können. Habt ihr das ungefähr im Bild? Okay. Und da das gesamte Gebiet da ja nun nicht sehr, also es ist ja einfach alles klein und zart und auch wenn wir erwachsen werden, ist das natürlich nicht mehr mit dieser Zartheit von Säuglingen und Kleinkindern vergleichbar. Nichtsdestotrotz ist es ja immer noch ein ganz empfindlicher Punkt. Wenn man schon mal ein Schädeltrauma, ein Schleudertrauma gehabt hat, dann ist das, das habe ich selber schon mal gehabt, vor vielen Jahren. Ich bin morgens im Bett gelegen und ich konnte nicht ohne Hilfe meinen Kopf hochheben. Ich habe da gelegen und habe zu meinem damaligen Freund gesagt, Hilfe, Hilfe, ich komme nicht hoch, mein Kopf geht nicht hoch. Es war unglaublich. Da musste ich wirklich mit beiden Händen meinen Kopf anfassen, damit ich mich hinsetzen konnte. Also das war unfassbar, wenn da was gestört ist, was da passieren kann. So, und wenn das jetzt nicht behandelt wird, dann kann man wirklich Multiorganbeschwerden als Folgen dieses Halswirbeltraumas davontragen. Und Multiorgan heißt wirklich Multiorgan. Überall kann im Körper sich eine Instabilität, ein Trauma einer Halswirbelsäule zeigen. Es ist natürlich die Frage, in welcher Form können die sich zeigen? Zum Beispiel Kopfschmerzen, dann Nackenschmerzen. Aber auch, na, denkt immer, wo ihr euch befindet jetzt. Wir bleiben einfach erstmal im oberen Bereich. Das Sehen und Hören kann beeinträchtigt sein. Na, die Wirbelsäule, stellt euch die Wirbelsäule jetzt mal so ein bisschen vor. Jetzt, wenn ihr euch einfach die Wirbelsäule einmal vorstellt, dann hat die ja auch so eine kleine S-Schwingung. Wenn wir ganz verspannt sind, dann steht die viel zu gerade. Wenn wir also verspannt sind, dann. Na, die Wirbelsäule an sich ist ja ganz, ganz beweglich. Ab dem dritten C3, C2, C3, da haben wir die erste Bandscheibe, die also ja dann die Wirbelkörper voneinander abpuffert. Das sitzt alles ganz sanft und beweglich aufeinander. Das wird von diesen Flügelbändern gehalten und geführt und stabilisiert. Dann die Muskeln, die eben am Hals entlang laufen und den gesamten Bereich eben auch stützen und stärken und auch mit die Beweglichkeit auch mit begünstigen und dadurch werden sie ja auch innerviert. Das heißt, wenn da Störungen sind, wir befinden uns im Kopfbereich, ne, HOES, also Richtung im Kopf, dann können eben Sehbeschwerden, Hör- und auch Schluckstörungen auftreten. Es können aber auch in Richtung Gleichgewichtssinn Störungen auftreten, sodass Schwindelgefühl oder auch wirklich Gleichgewichtsstörungen eine Folge sein können. Gerade auch Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen mögen ja ganz viele Ursachen haben, aber diese Verbindung von na, ins Hirn, wenn wir uns überlegen, dass diese permanenten Fehlinformationen an Rückenmark, Hirnstamm und Kleinhirn eine Folge von einem Trauma im HWS-Bereich sein können, dann ist das ganz klar, dass wir uns vorstellen können, dass eben auch der Mensch nicht mehr sein volles Gleichgewicht hat. Und wenn Vagus und Sympathikus beeinträchtigt sind, dann entwickeln sich natürlich unter Umständen auch vegetative Symptome. Zum Beispiel eine chronische Hyperaktivität. Und wenn das ist, wenn der Sympathikus jetzt auch Organe antriggert, ja, wenn der gestört ist und die Organe antriggert, dann haben wir natürlich bei den Organsystemen wiederum ein Problem. Könnt ihr euch vorstellen, welches sich da zeigen könnte?
Probleme bei der Atmung, wir hätten beim Herz Probleme, weil die sind ja auch direkt an der in der Medulla oblongata vom Zentrum her. Und der Sympathikus, der wirkt ja auch auf das Herz, auf die Atmung. Und der Parasympathikus ja ebenso. Auf den Darm, also auf den Bauch. Das spielt alles durcheinander dann. Genau, es spielt alles durcheinander. Denn wenn der Sympathikus permanent angetriggert ist, der ja bestimmte Dinge stimuliert, ne, Sympathikus ist ja auch, ne, Flucht, Angriff und so weiter, da werden ganz bestimmte Energien freigesetzt. Das heißt, erstmal ist dadurch auch das gesamte Nervensystem durcheinander. Aber wenn der angetriggert ist, dann funktioniert auch der Darm nicht mehr so gut, weil der eher ja auf Sparflamme gehalten wird. Na, jetzt müssen andere Dinge ran. Und so dingt das eine das andere. Mal ganz kurz eine kleine Störung, kein Problem, kann der Körper alles kompensieren. Wenn das aber einfach durch permanente Fehlinformation immer wieder gestört ist, ohne dass eigentlich Magen oder Herz oder was auch immer eine Störung hat, dann kann das natürlich schon sich darauf auswirken, dass die irgendwann eine haben werden, eine Störung.